So, da sind ja schon ein paar von euch. Hi. Das Wichtigste zuerst, könnt ihr mich hören? Mein System sagt ja, aber das heißt ja nicht immer was. Guten Abend. Hier bin ich. Die Birgit schreibt gerade, wo ist denn die Suse? Mein Mikrofon noch angemacht und sowas. Ja, sehr gut. Ah, was für eine Zeitverzögerung heute wieder. Ist das herrlich? Ja, schön. Wir warten noch auf ein paar Leute. Erzählt mir, was ihr heute Abend vorhabt, außer live gucken. Was macht ihr währenddessen? Die eure Schuhe schon bereitstehen? Muss ich wieder warten, bis eure Antwort kommt. Das sind immer so irgendwie 15 Sekunden gefühlt Verzögerung, bis mein Bild und mein Ton bei euch im Facebook oder bei YouTube ankommt. Und dann muss es ja auch nochmal zurück. Guten Abend. Ich packe euch mal nach da oben. So. Auf der Couch liegen und gespannt sein. Wie schön. Mach's dir gemütlich, Ulrike. Bojo-Woche zeichnen, das ist auch cool. Da haben wir vielleicht nächste Woche was, Iris. Auf der Couch chillen. Ja, ihr könnt das alle auch auf dem Fernseher gucken. Ne? Das habe ich immer noch nicht rausgefunden, wie das geht. Läuft das dann über YouTube auf dem Fernseher oder über Facebook? Schuhe stehen bereit. Sehr gut. Männertagsgeschenk basteln, konzentriert zusehen. Piratengeburtstag! Woo! Das war ein cooler Geburtstag. Ich glaube auch nicht, dass ich den dieses Jahr toppen kann. Meine Tochter hat letztes Jahr einen Piratengeburtstag gefeiert. Davon sind nur noch die kleinen Piraten in meinem Shop übrig. Das war schon ein großartiger Geburtstag. Oh, die Hanka muss noch zum Nachtdienst. Viel Spaß, einen ruhigen Dienst wünsche ich. Ein Plot aufbringen, Fernseher. Also, die Kadi bringt ihr Kind noch ins Bett, noch ohne Ton. Kadi, dafür gibt es Kopfhörer. Über die YouTube-App vom TV. Aber kommentieren dann über Facebook. Ah, okay. Die Jenny schreibt gerade, über Facebook hat sie kommentiert, aber ich glaube, sie schaut es über die YouTube-App auf dem TV. Verrückt. Die Ulrike sagt, sie ist gespannt, ob es auch was für sie ist. 55 Jahre alt, ja, auf jeden Fall. Also aus meinem Team sind auch ein paar, glaube ich, nicht mal unter den 50 und die haben sich auch schicke Sachen gemacht daraus. Also für Chucks ist man nie zu alt oder für Sneaker oder sonstiges. Es geht auch auf Birkenstocks. Den Beweis haben wir auch. Zeige ich euch nachher. Wir werden heute Schuhe beplotten. Das sind meine ganz jungfräulichen weißen Chucks. Und ich fange jetzt erstmal damit an, dass ich habe einen schon ausprobiert, dass ich hier auf die Außenseite was mache. Aber ich habe schon gesehen, ich glaube, ich muss es auf der Innenseite auch noch machen. Wir fangen mal mit dem Entgittern an. Dann könnt ihr nämlich so Stück für Stück auch sehen, was es für eine Datei gibt. So, oh, Moment. Muss man das große Licht noch ausmachen, sonst flackert das hier für euch zu sehr. Also, ihr könnt schon sehen, es gibt Punkte, und zwar Glitzerpunkte. Und es gibt einen kleinen Plot, einen Mini-Plot. Schauen wir mal, ob ihr so gut sehen könnt. Ich glaube, so ist das Licht. Uah. So seid ihr nicht so nah dran. Also ich entgitter noch ein kleines bisschen. Mal gucken, wie die Bildeinstellungen sind. Und dann könnt ihr mal schauen, wo fange ich denn an, dass ihr es nicht direkt wisst. Ich glaube, ihr wisst das ja sowieso direkt, wenn ihr es seht. So, ein Ding entgittert und ihr wisst schon, was es wird. Was wollen wir wetten? Ich habe als Folie die Turboflex von Polytape genommen, weil ich ein bisschen Schiss habe, ich habe ja einen Schuh schon gemacht, dass es eventuell zu heiß sein könnte.
wenn ich es länger mache. Und ich weiß aus meinem Team auch, dass es, habe ich gleich Fotos für euch, dass das durchaus passieren kann, dass man so lange drauf hält, dass man Brandflecken bekommt auf dem Schuh. Aber wir haben auch rausgefunden, wie man die wieder wegkriegt. Zeige ich euch nachher mal mit Fotos. Da war ich auf jeden Fall schwer beeindruckt, dass das möglich ist. So, jetzt gucke ich mal, ob ihr schon geraten habt. Blumenwiese, eine Mini-Blumenwiese, ganz genau. Die Nadine hat 100 Punkte. Blümchen war ja irgendwie ganz schnell zu erraten. Genau, ich wollte gerne meine Tags im Mamas Sachen-Design haben, weil ich so mega neidisch war auf das, oder auch bin. Habt ihr von Tante Plotter und Eva Maria Biel, habt ihr da den Hirnfurz-Shop schon entdeckt? Die machen, die haben ganz tolle Designs entworfen und das für euch kaufbar gemacht mit einer Möglichkeit, also das heißt möglich, da ist der ganze Schuh bedruckt von hier, also alles, was hier weiß ist, weiß und aus Stoff ist, ist da in wunderschönen Mustern bedruckt und das kann ich euch natürlich nicht zeigen, das kann man mit einem Plot auch überhaupt nicht machen und das sieht richtig toll aus. Und dann gibt es jetzt Tante Plotter Schuhe und ich wollte gerne Mamas Sachen Schuhe haben. Aber für so ein Design fehlt mir, glaube ich, noch das Wissen oder einfach die Zeit, mich da reinzuarbeiten. Ich glaube, das ist nämlich gar nicht so einfach. Aber so ein paar Blümchen auf die Seite, auf ein paar weiße Chucks in dunkelblau, also in Mamas Sachen Farben, das schaffe ich. Das kriege ich hin. So, und weil jetzt die Blumenwiese, die es schon gibt, zu filigran war für die Größe oder mir zu filigran war für das, was ich haben wollte und auch irgendwie von der Form her nicht so, ich habe es hin und her geschoben und irgendwie hat es mir nicht so ganz gefallen, habe ich einfach ganz schnell eine Mini-Blumenwiese gemacht und dazu eben noch ganz viele Glitzerpunkte und ein paar der Glitzerpunkte werde ich nachher rausnehmen und durch Strass ersetzen und also ihr könnt es ohne Glitzerpunkte machen, ihr könnt es mit Glitzerpunkten machen. Es gibt eine Version für die flachen Sneaker oder Schuhe, so wie ich das gleich machen werde. Und wir haben auch eine für die, ich glaube, sie heißen High Chucks, für die hohen Treter gemacht. Ich zeige euch das nachher in den Bildern von meinen Stammmädels. Das ist halt genau darauf angepasst. Das Einzige, worauf ihr wirklich achten müsst, ist... So, das ist zu hoch. Irgendwann muss ich das mal hinkriegen, dass das hier ein bisschen... Ich dachte, es leiert irgendwann aus, aber das tut es nicht. Das ist gute Qualität gekauft. Bleibst du wohl unten? So, machen wir es so. Also, schaut mal. So sieht das Ganze fertig aus. Hinterher. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist, wenn ihr die Datei öffnet, dass ihr vorher einmal ausmesst. Und das habe ich gemacht. Ich habe mich an dieser Blume hier orientiert. Also ihr seht, die Datei ist quasi angepasst an diesen Teil hier vorne. Ihr könnt natürlich auch noch hier hinten Strasssteine machen oder Glitzer. Das könnt ihr, Glitzerpunkte, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Glitzerpunkte ist für mich immer so die, also ein bisschen Strasssteine für Anfänger, weil man das eben auf dem Trägerfolie schon drauf hat und sie auch genauso toll funkeln. Also ich weiß gar nicht, ob ihr hier so spontan unterscheiden könnt, was Strass und was Glitzerpunkte sind. Doch, man sieht es, glaube ich, schon. Ne? Strass funkelt anders, aber Glitzer ist auch sehr schön. Und wenn ihr die Größe raussucht, dann schaut ihr einfach hier, wie groß quasi diese Blume hier sein darf. Und ich habe die auf 5 cm gemacht. Pi mal Daumen wahrscheinlich, das waren 5,1, weil ich gedacht habe, ja komm, es könnten auch 5,5 sein, das ist alles nicht so wild. Und habe mir das ausgemessen und habe dann noch geguckt, ob das mit der Länge auch ungefähr hinkommt. Also einmal alle Blümchen markiert und habe das dann so gemacht. Ihr dürft aber auch wie immer die Blumenelemente einzeln nutzen. Ihr könnt die Punkte weglassen, ihr könnt das anpassen. Ich zeige euch nachher die Ideen, die die Mädels hatten. Und das Ganze gibt es, wie gesagt, auch noch in einer Form mit einer Blume hier mehr, die höher geht. Für die hohen Schuhe. Ich gucke mal, ob ihr Fragen habt bisher. Uiui, gleich noch. Blumen, da hattet ihr noch. Ich habe mal hochgescrollt. Ah, die Martina schreibt, ich teste erst an Aldi Schuhen und dann nehme ich die Chucks. Ab morgen, zufällig, gibt es im Aldi, zumindest mal
Aldi Süd bei uns hier unten, so Treter im Angebot. Müsst ihr mal schauen, das lohnt sich, wenn ihr das mal testen möchtet. Den blauen Pilz, das ist mein Pömpel. Die Jeanette fragt, wo gibt es den blauen Pilz? Das ist mein Pömpel, den habe ich euch natürlich jetzt gerade heute nicht den Link rausgesucht, aber ihr habt schon den Amazon-Shop verlinkt. Da unter allgemeine Plotter-Tools, auf der Liste, findet ihr auch den Pömpel. Genau, das Video hängt, aber hoffentlich nicht bei, okay, nicht bei allen. Das sehe ich, hier ist gerade nichts zu sehen, deswegen hängt kein Video. Carmen, es wohnen doch nicht alle hier in Aachen, du kriegst schon noch welche. Also, ihr müsst dann noch dran denken, dass ihr ja einmal die und einmal die Seite plotten möchtet. Das heißt, hältst du jetzt, du blöde Kamera, dass ihr es einmal so rum macht und einmal andersrum. Das heißt, das hier ist jetzt die gespiegelte Version. So, und bevor ich das jetzt drauf mache, stopfe ich mir den Schuh aus. Ich habe leider keine, also ich nehme hier, das sind unsere Lappenmonster, so heißen die bei uns. Das sind einfach diese Waschlappen von Ikea. Die haben wir, weiß ich, bestimmt 100 Stück oder sowas, noch aus der Babyzeit der Kinder. Jetzt hier für alles gebraucht. Ich stopfe das auf. Ich habe leider keine Schuhspanne aus Holz, weil ich glaube, das wäre am idealsten, sodass das hier richtig schön spack gestopft ist. Wenn ihr Schuhspanne habt, nehmt die, aber bedenkt, dass ihr hier an der Seite ja auch was braucht. Ich habe jetzt eben festgestellt, dass ich das ganz gerne habe, dass ich bei dem hier auch noch reingreifen kann. Die Schicht ist so dick, da kommt nichts durch. Dann kann ich das hier nämlich noch so ein bisschen mit den Fingern immer noch mal ein bisschen gegenhalten. So, und dann mache ich das, Moment, jetzt muss ich hier einmal drüber heben. Das ist mein heißester Tipp für diese Sachen, die ist richtig gut. Sogar noch besser als ihre große Schwester, finde ich. Also, warum auch immer, halten die Sachen damit einfach immer Bombe. Die Easy Press Mini von Cricut, falls ihr die noch nicht kennt. Das ist quasi die Alternative zum Reisebügeleisen von Prüm, was viele für so kleine Plot-Sachen nutzen. Der Vorteil ist, jetzt ist sie noch nicht an, deswegen kann ich das machen, dass die nicht wie bei einem Bügeleisen irgendwie nur an manchen Stellen richtig heiß wird, sondern gleichmäßig heiß und sogar auch hier an dieser Spitze heiß ist. Das heißt, was ich hier auch gemacht habe, dass ich hier auch nachher nochmal hier bei den Nähten oder hier unten, also ich kann mit der Spitze bis nach hier gehen und es ist heiß. Es presst das Ganze auf und es hält. Genau. Im Einsatz ist die Polyflex Turbo und was mich besonders freut, ist, dass diese Farbe, original die Farbe von dem Rand hier unten bei den Chucks ist. Und was auch noch, finde ich, meine wärmste Empfehlung oder zweitwärmste Empfehlung ist, das ist die heißeste Empfehlung und das ist die wärmste Empfehlung, oh Gott, schlechte Wortspiele kann ich heute, ist Hitzetransfer-Tape. Ob ihr jetzt das hier nehmt, das habe ich bei Plottermarie mal gekauft oder, also noch eine Sache vergessen, es gibt auch welches von Cricut, das passt, glaube ich, auch in diese normalen Abziehrolldinger ein. Ihr braucht auf jeden Fall hier so ein Abziehding, weil ihr braucht die Hände frei. Wenn ihr das nämlich damit aufbringt, dann verrutscht es nicht so leicht. Ansonsten habt ihr es nachher schief drauf. Und was ich empfehle, ist, dass ihr hier einmal das Transferpapier so abschneidet, dass es euch nicht nirgendwo im Weg ist. Mal gucken, wie ich das da gemacht habe. Ja, das kommt hin. So. Und ich habe mir, mache das jetzt erstmal grob fest. Wenn es hier über die Naht ein bisschen drüber kommt, ist das nicht schlimm. So. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe mir, um dieses Teil hier zu schützen, ich bin da, glaube ich, nicht drauf gekommen, aber ich wollte auf jeden Fall auf Nummer sicher gehen, ich mache mir hier noch ein Stückchen Backpapier drüber, weil ich nämlich einmal bis an den Rand ja möchte beim Pressen. Ich gucke nochmal nach Fragen. Das mit der größeren Handpresse, ich glaube, ich würde es nicht mit einer, es wird anstrengend, eine größere Handpresse zu halten, einfach. Genau. Ach ja, die Martina hat euch die Easy Press Mini schon verlinkt. Genau, die Iris hat zum Beispiel einen Schuhspanner von ihrem Mann genommen. Das hat gerade gut geklappt. Das war ein Tipp von der Iris, die ist auch im Stammteam. Genau.
Früher wurde alles bemalt, heute wird alles beplottet. Ihr könnt die auch bemalen. Ihr könnt auch eine richtig coole Kombi aus Plot und Malen machen. So, ich mache die jetzt erstmal hier an auf Stufe 2. Das reicht locker. Es ist wahrscheinlich sogar eher so noch ein bisschen zu warm für die Turbo, aber die kann ja auch 150 Grad locker. Und dann warte ich die kurz, die paar Sekunden, bis es heiß ist. Es muss nicht diese Flexfolie sein. Ich habe ja die Glitzerflex, die ich benutze, ist ja auch eine, die, also nachdem ich hiermit zufrieden war, die braucht halt nur 3 bis 5 Sekunden, bis die drauf ist, wenn man genug Druck hat. Man kann aber auch länger drauf. Und nachdem das gut geklappt hat, ohne Brandflecken, seht ihr, jetzt ist sie heiß, das ist grün, habe ich auch die Glitzer drauf gemacht, ohne Probleme. Und die braucht ja auch so ihre 10 Sekunden, bis das hält. Also das ist ganz normale Glitzerflex. Es muss nicht die Turbo sein. Das war mir nur irgendwie jetzt erstmal für den ersten Versuch sicherer. Und genau, die Farbe passt auch einfach perfekt. So, jetzt gehe ich das hier Schritt für Schritt ab und drücke halt wirklich, also wenn man, man muss bei den Easy Press gar nicht feste drücken, aber da muss man es eben ganz lange draufhalten und das möchte ich bei den Schuhen nicht. Also drücke ich von unten gegen. Hier auch noch. So, und dann mache ich hier nochmal die Ränder. Könnt ihr schon sehen, dass sich die Folie schon ablöst. Das heißt, das ist schon auf dem Stoff. Aber ich möchte jetzt gerne hier diese Ränder unten einfach nochmal, weil ich nicht sicher bin, ob ich jede Kante wirklich erwischt habe. Ich drücke jetzt von hinten mit dem Finger gegen. Hier auch. Genau. Und das ist ein Plot, den könnt ihr auch noch verkleinern. Falls ihr nicht so große Füße habt wie ich, könnt ihr den eben an eure Schuhe anpassen und er lässt sich immer noch plotten. Aus dem Team kam jetzt nirgendwo eine Beschwerde, dass es zu filigran sei. So, und jetzt ist der Teil schon drauf. Und ihr könnt sogar, mal gucken, ob wir ins Licht rangehen, könnt sogar sehen, dass sich hier auch die Nähte durchgedrückt haben. Das ist also auch kein Problem, einmal über die Nähte zu plotten. Hui, das hat er aber gut scharf gestellt. So, nächster Schritt sind die Punkte. Ich gucke aber nochmal nach Fragen. Naja, die Folie hält auf den Schuhen genauso gut wie auf allen anderen Textilien, ne? Es kann schon sein, dass man mal die eine oder andere Ecke nachplotten muss. Nicht nachplotten, wie heißt das denn? Pressen muss, aber ansonsten ist es einfach, es gibt ja auch Schuhe, die so mit Flex, also gibt es ja auch zu kaufen. So. So, wartet. Jetzt muss ich kurz überlegen, wie rum kommt das drauf? So. So, hier hinten sind ein paar mehr, das kann man hier auch nochmal, kann man das nochmal als Vergleich dazu nehmen. Hinten sind ein paar mehr, vorne ein paar weniger. So käme das jetzt hin, dann wäre das schon eigentlich auch Glitzer genug. Ich möchte das aber gleich noch zeigen, wie man ein bisschen Strass aufbringen kann. Das heißt, ich zupfe mir jetzt hier ganz verschwenderisch ein paar Kreise runter, weil es mir ansonsten, wenn ich das alles kombinieren würde, wäre es mir zu viel. Dann mache ich gleich noch Strass dazu. Na, der wollte nicht. Könnt ihr schon mal gucken, ob ihr noch Fragen habt bis hierhin. So. So. Auch hier schneide ich mir das wieder ein bisschen zu. Dann lässt sich einfach besser aufpressen, wenn das nicht so über die Kanten noch so schräg absteht. Hier hat sich einer umgedreht. Zwei sogar. Dürfte ich einmal wieder zurückdrehen. Welches Ding? Du auch. So. Pi mal Daumen. Also die Punkte, ob die jetzt irgendwie an dem Punkt sind, wo ich sie gezeichnet habe oder ein bisschen verschoben. Ist den Punkten, glaube ich, herzlich egal und mir auch. Hauptsache euch gefällt es. So, wieder Hitzetransfer-Klebeband.
Oh, du würdest oben auf den Schnürsenkel gehen. Das klappt natürlich nicht. Oder vielleicht ja doch. Hätte ich mal ausprobieren können, ne? Aber das wäre sicherlich abgegangen. Ein bisschen tiefer noch. Und dann auch hier Stufe 2 haben wir noch. Ein bisschen aufpressen. Da muss ich jetzt länger halten. Das sind echte Converse, ja. Also ich weiß nicht gerade, weil ich habe gerade versucht, ob ich hier aus 2,5 Meter Entfernung Sachen auf meinem Bildschirm lesen kann, aber es ist ein bisschen zu klein. Ich weiß nicht genau, worauf sich eure Diskussion gerade bezieht. Ich schaue aber gleich nochmal nach. So, bei dem Glitzer muss man auf jeden Fall auch ein bisschen länger draufhalten und ein bisschen länger pressen. Das macht aber der Turboflex überhaupt nichts aus. Ja, es hält aber. Wenn ihr jetzt einen Glitzerpunkt dabei habt, der nicht so gut hält, das ist auch nicht schlimm. Hoppala. Den mache ich dann gleich noch mit den Strasssteinen zusammen fest. So. Alle fest? Ja. Alle fest. So, könnte man jetzt schon so lassen, aber ich mag noch ein bisschen Strass dazu. Jetzt mache ich die aus, die brauche ich nämlich dafür nicht. Da zeige ich euch gleich noch was anderes, aber erst gehen wir noch mal kurz zu euren Fragen. Wartet mal, noch mal die andere Kamera. So, dann schaue ich mir eure Fragen an. Die Converse gibt es im Angebot. Tatsächlich habe ich gesehen heute bei Amazon. Also in einigen Größen sind die im Angebot. Weil ich gerade sehe, meine Größe zum Beispiel ist da gerade im Angebot. Das Thermoteser, was ich habe, ist mit, genau, ist von Plotter Marie. Die Steinchen zeige ich euch jetzt gleich. Ich hab verschiedenste da. Ich glaube, die sind aber alle gleich. Es geht jede, ja, die Kirsten fragt, geht jede Bügelfolie für die Presse, weil gar kein Backpapier benötigt wird? Ja, aber ihr könnt das tatsächlich auch bei fast jeder Folie so machen, dass ihr das Backpapier weglasst beim ersten Pressen. Das Backpapier ist hauptsächlich da, um das Textil drumherum zu schützen. Die Folie braucht diesen Schutz nicht, aber das Textil drumherum. Und da ich ja jetzt wirklich nur auf der Folie gepresst habe, habe ich kein Backpapier drumherum gemacht. Ah, die Südnord hatte sie schon, okay. Welche Folie ist das mit den Punkten? Das ist ein Teststreifen Megaglitzerfunkel von Plotter Marie gewesen, in Silber. Genau, ihr müsst mal schauen, die Mini-Press, ich habe sie euch auf Amazon verlinkt, damit ihr genau wisst, welches ist. Sie ist aber, glaube ich, auch beim Mediamarkt oder sonst wo immer wieder mal im Angebot. Genau, das war das mit dem Backpapier. Genau. Ja, ihr könnt das wie immer nachschauen. Das Video gibt es auf YouTube und auf Facebook auch immer noch. Die Sigrid schreibt gerade, sie findet es doof, dass sie etwas macht, was aus einer anderen Idee entstanden ist und findet es nicht korrekt. Dazu möchte ich ganz gerne was sagen und das nicht so stehen lassen. Schuhe zu beplotten ist keine neue Idee. Die Eva hat das auch letztes Jahr schon gezeigt, wie es geht. Ich weiß, ich lerne ja auch woanders. Ich habe aber auch mit Eva und Steffi, mit beiden gesprochen. Und das ist also geklärt. Macht euch da mal keinen Stress. So. Genau, es müsste auch über die Nähte gibt das. Ich zeige euch die Nähte gerne nochmal. Wartet mal, ich schalte mal die Kamera um. So. So, hier könnt ihr das. Hier nochmal im Licht, hier könnt ihr das sehen, da habe ich es über die Nähte gemacht. Also zumindest mal diese filigranen Nähte haben bei mir jetzt gut geklappt. Ich wechsle einmal den Arbeitstisch, also einmal nach rechts rüber geschwenkt und schalte hier unten einmal, hoppala, mal gucken, ob ich euch das jetzt gezeigt kriege. Ne, so ist es für euch quer. Das geht nicht. Muss ich das hier ein bisschen rüberziehen.
Das kriegen wir hin. Moment. So. Wieso ist es denn jetzt hochkant? So können wir es gleich sehen. So, welche Größe von Strasssteinen? Ich mische meine Strasssteine jetzt. Also es gibt ja verschiedene Größen, zum Beispiel auch bei Plottermarie, die habe ich auch hier. 10, es ist 10, 6 oder auch 16. Ich habe jetzt hier, 16 ist mir zum Beispiel zu groß. Ich hatte irgendwie vor kurzem mal eine relativ große Bestellung bei der Strassbox gemacht und habe die jetzt vor dem Live auch ausprobiert. Und dafür mache ich mir jetzt einfach ein paar hier auf meine Unterlage. Das ist so eine Silikonunterlage von, ich mache es mal gerade groß. Das ist eine Silikonunterlage von We Are Memory Keepers. Und hier in der Seite, das ist eigentlich von dem Fuse Tool von denen. Aber das funktioniert auch hierfür ganz gut. Da habe ich jetzt hier meinen Strass-Applikator. Das ist einer von Reiher. Ich freue mich ja immer, wenn ich für sowas eine deutsche Firma nehmen kann. Und ich habe da den, wie nennen die das? Den Hotspot genommen, der so eine flache Spitze hat, weil der hat zwar Spitzen zum Aufschrauben, womit man die verschiedenen Größen nutzen kann. Das ist hier 3 mm sind die 10S zum Beispiel, 4 mm 16S. Also da hat er, glaube ich, von über 6, 10, 16 und 20S die Aufsätze, aber das war mir zu fummelig. Das hat für mich irgendwie nicht funktioniert. Und deswegen nehme ich diesen Hotspot. Und passt mal auf. So, ein bisschen größer hier. Ach. Entschuldigung, diese Kamera macht sich selbstständig hier. So. Ich nehme jetzt einfach hier so ein paar von den verschiedenen Größen. Und zwar habe ich hier SS8. Das sind ungefähr 2,5 mm. Das sind die 6er. Es gibt auch 4er. Das sind 12er. Die habe ich gerade eben dann so rausgegriffen, als ich gesucht habe. So, es gibt die in allen für möglichen Farben, aber ich wollte gerne hier bei der Farbe bleiben. So, jetzt nehme ich mir wieder, ich hoffe, ihr könnt das alles gut erkennen. Ich schiebe es mal nach hier. So. Ich nehme jetzt immer so ein kleines Stückchen von diesem Heißklebeband und klebe mir damit die Strasssteine einfach drauf. Ohne Schablone. Also normalerweise mache ich das auch bei Shirts schon mal ganz gerne so, dass ich, also wenn ich keine Schablone nehme, dass ich einfach drauf streue, liegen lasse, einfach presse. Das kann ich jetzt hier nicht machen, weil sie würden ja runterkullern. Also schnappe ich mir einfach mit so einem Stück Klebeband einen Strassstein nach dem anderen und bringe ihn dahin, wo ich ihn gerne hätte. Oh, jetzt hat er sich umgedreht. So. Und ihr könnt ja auch, wenn ihr euch nicht traut, eure Schuhe komplett zu beplotten oder so, ihr könnt ja auch vorhandene Schuhe einfach mit so ein bisschen Strass verzieren. Das geht ja auch ganz gut. Wo haben wir denn die mittlere Größe hier? Ja, mal zwei auf einmal. Bestimmt auch nett aus. Zwei verschiedenen Größen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt seht. Pflaster ich mir das jetzt mit den Strasssteinen zu. Da bleibst du eben da oben. Hm. Nur noch einen kleinen. Außerdem kann ich so auch ganz gut sehen, ob ich die Strasssteine schon gleichmäßig verteilt habe oder nicht. So, in der Zeit ist dann auch dieser Stift hier heiß geworden. Und ich habe jetzt so ein Ding schon rausgenommen. Mache mir das jetzt noch
nur noch so halb rein, weil da muss ich jetzt wirklich gut gegendrücken. Jetzt mache ich mit dieser, das ist natürlich jetzt nicht gut, ne? Dieser flachen Spitze, Hotspot, gehe ich jetzt hin und drücke wirklich 5 Sekunden lang auf die Steine. Bei den dicken mache ich es ein bisschen länger, weil ich irgendwie denke, die brauchen ein bisschen mehr. Genau, hier, der kann auch nochmal ein bisschen Hitze vertragen. Genau, und so mache ich den Strass drauf. Ich darf nicht so viel zum Gegendrücken. Wenn ich das mache, gehe ich mal gerade rüber und schaue mal, ob ich noch... Ah, ihr diskutiert. Ja, also dieser Hotfix-Applikator, die Geschichte, hat meine Mama, glaube ich, auch vor 10 Jahren schon gemacht. Oder noch länger her. Das Ding wird übrigens richtig heiß, also nicht am Metall anfassen. Das habe ich heute Nachmittag mal ausprobiert. Aber das ist eine coole Sache, das funktioniert echt ganz gut. Und es ist auch super schnell heiß. Und also da könnte man theoretisch auch mit, wenn man bei einem Plot mal so eine Ecke nur lose hat, sich das Ding nehmen, wenn man keine Mini-Press hat, die ja auch total schnell heiß wird. Und da einmal kurz noch die Ecke fixen. So ein bisschen Klebeband und dem Ding. Weil was anderes als eine Presse ist das, glaube ich, auch nicht. Ich weiß nicht, wie heiß es wird. Das ist der einzige Unterschied. Bei der Presse weiß man es ja. Auch bei der EasyPress Mini weiß man es so ungefähr. Also die Stufe 2 ist das, was ich nutze für eigentlich alles an Flexfolie. Und die Stufe 3 kann man tatsächlich auch zum Sublimieren nehmen von der EasyPress Mini. Das ist echt ein cooles Ding. Das ist eine ganz vollwertige kleine Presse. So, hier waren 2 Stück. Die mache ich aber nacheinander. Ob ich die sonst nicht beide abgedeckt kriege. Und da auch. Und hier noch. So, da stecke ich, mache es noch nicht aus, ich stecke das jetzt hier unten rein und guck mal, ob die alle fest sind. Ja, das sieht auf jeden Fall gut aus. Ihr könnt auch dafür sicherlich die EasyPress Mini nehmen, aber das ist halt nicht so gezielt auf den Punkt. Und wer ein Bügeleisen hat, dem würde ich dann, und auch dabei bleiben möchte und sagt, ich brauche nicht noch so eine EasyPress Mini, dem würde ich auf jeden Fall dann diesen Hotfix-Applikator empfehlen. Der ist auch nicht so teuer, also lange nicht so teuer wie eine EasyPress Mini. So, und da sind die Strasssteine drauf. Jetzt muss ich ein bisschen stillhalten, damit ihr es auch sehen könnt, ne? Andersrum. So, funkelt mal ihr Steine. Da. Und bei dem Schuh von heute Mittag traue ich mich auch schon zu testen, wie gut die halten. Ja, also das hält. Ich kriege ihn gar nicht ab, selbst wenn ich will den abmachen, aber es klappt nicht. Also das hält auf jeden Fall. Ich bin auch immer wieder begeistert, wie gut Strass hält, wenn man es auf T-Shirts hat. Genau, was ihr bedenken müsst, wenn ihr dünnere Textilien, also wie T-Shirts zum Beispiel mit Strass, beplotten möchtet, dass ihr auf jeden Fall eine dicke Pappe zwischen die vordere und die untere Lage bei einem T-Shirt zum Beispiel packt. Weil ansonsten habt ihr nachher die Abdrücke vom Strass hinten auf dem T-Shirt Rücken. Und das kriegt ihr nicht mehr raus. Meine Erfahrung. Genau, so. Das sind meine Mamas Sachenschuhe. Genau, und wenn man sie jetzt von oben anguckt, sieht es schon ganz schick aus, aber ich glaube, ich muss mir tatsächlich nochmal 2 Sachen plotten, um auch die Innenseite zu machen. Da ist dann halt hier, sind halt hier diese Ösen, deswegen habe ich es eigentlich nicht machen wollen, aber da kann ich ja drumherum schneiden. Also, ich würde das dann so machen, ich werde das so machen, dass ich einfach ganz normal den Plot hier drauf mache. Und da das auf dem Metall, hoffe ich mal, nicht so gut hält, schneide ich dann, wenn ich dann die Transferfolie abgezogen habe, schneide ich dann quasi die Ösen wieder frei. Das ist so mein Plan. Mal gucken, ob das klappt. Fertig. Könnt ihr natürlich auch mit ganz vielen anderen Motiven machen. Das ist jetzt, ich habe die Mini-Wiese auch Schuhplot genannt, weil sie halt wirklich für Schuhe so vorgesehen, geformt ist, von der Anordnung her. Aber ich zeige euch jetzt mal ein paar Beispiele,
von den Mädels dazu. So. Ich habe schon gesagt, wo der Strass her ist. Ich kann es aber noch mal sagen. Strass-box.com. Oder aber auch, falls ihr da eh gerade noch bestellt, Plottermarie hat es auch. 16 ist aber der große. Ich bin jetzt eher auf die 6er oder 10er Größe gegangen. Beziehungsweise ich habe gerade 6, 8 und 12 gemischt, glaube ich. Aber bei der Strass-Box hat man eine wahnsinnig große Auswahl. So. Dann gucke ich mal nach euren Kommentaren. Ja, vielleicht mache ich mein Logo noch drauf. Das ist eine gute Idee. Vielleicht kommt das Logo dann innen drin. Ja, ich habe da hinten, das ist gar kein Karton, deswegen ist es noch eingepackt. Das ist komplett mit, warte, oben, vier, ich weiß nicht, 20, 25 Schrauben, zugeschraubte Kiste. Da ist nämlich mein wunderschönes holzgeschnittenes, handgeschnittenes aus Holz Logo drin und ich will es da oben noch aufhängen, aber A, ich kann mich nicht so richtig von den Bildern von den Kindern trennen und muss mir noch überlegen, wo ich die dann hin tue und B, es ist wirklich einfach komplett zugeschraubt und ich komme nicht dazu, es aufzuschrauben. Genau. Das geht auch sicher mit der EasyPress, habe ich gerade eben schon gesagt, ne? Ja, ihr könnt auch mit Backpapier drauf und nochmal drüber. Das ist auch gar kein Problem. Das ist ein Strassstein-Applikator. Soll ich euch den nochmal zeigen? Achso, ich müsste ihn vielleicht mal aufmachen. Das ist auch eine gute Idee. Habe ich noch nicht gemacht, ne? Hier ist die Verpackung. Guck mal. Also, ja. Andere Kamera. Herzlichen Glückwunsch. Das hier. Applikator für Hotfix. Was allerdings bei mir nicht funktioniert hat, ist diese, also wirklich wertig verpackt. Und ich habe mich voll gefreut. Da sind so Dinger dabei, die extra dafür gedacht sind, dass sie auf die verschiedenen Größen passen, dass man die da reintun kann. Und wenn sie fest sind, ist der Plan, dass die eben dann auf dem Schuh oder sonst irgendwie draufbleiben. Das hat bei mir aber nicht funktioniert und deswegen nehme ich einfach lieber diesen Hotspot. Genau. Mega Gott. Mega Hot, Hot, ja, Hotspot, genau. Genau. Auf Stoff geplottet und auf den Schuh genäht, ist natürlich auch eine coole Idee. So, ich zeige euch jetzt mal die anderen Sachen. Ja, ich habe schon gehört, jetzt aus mein Stammteam testet ja auch alles Mögliche. Mit Brushos könnt ihr auch auf Stoff malen und oder sprühen oder keine Ahnung was. Und der hält auch Wäschen aus. Das ärgert einen übrigens auch, wenn man aus Versehen beim Brusho malen ein bisschen auf Shirt kriegt. Das geht nämlich auch nicht raus. So, also die kann man noch waschen auf jeden Fall. Genau wie alles andere, was ihr beplottet, könnt ihr die weiter waschen. Ah, guck mal, noch ein Tipp zu Strass von Nadine. Wenn ihr mit der Presse arbeitet, müsst ihr zuerst die kleinen und dann die größeren Strasssteine pressen, was auch irgendwie klar ist, weil die nicht nur im Durchmesser unterschiedlich sind, sondern natürlich auch in der Höhe. Wenn ihr zuerst die großen macht, kommt ihr mit der Hitze an die kleinen und dem Druck vor allen Dingen an die kleinen nicht mehr dran. Auf Lederschuhe plotten. Ich habe noch nicht auf Leder geplottet, aber ich weiß, dass das viele gemacht haben, vor allem mit der Turboflex. Kann ich aber keine Garantie für geben. So, wieder 500 Ideen im Kopf. Das war mein Plan. Genau, Logo drauf mache ich noch. Das Ding hier ist eine Strassbox, genau. Die Blümchen kann man auch mit Stoffmalfarbe ausmalen. Das kann man, das sollt ihr, das dürft ihr, haut rein. Ihr könnt auch, zeige ich euch gleich noch zum Beispiel die Acrylmarker, hier die Multimarker von der Biene Brentle zum Beispiel oder irgendwelche anderen Acrylmarker, die halten auch toll auf Stoff. Kam auch aus dem Team eine Idee dazu. Die Romy hat sich Getränke geholt. Prost! Carina fragt, ob ich Ihnen auch das Logo mache. Ihr habt ja das Stammplotterista-Logo. Die Kirschblüten, ob die so klein gehen. Warte mal, ich habe meine Sache von der Kirschblüte noch hier oben stehen. Das war damals meins, was ich gemacht habe.
paar von euch haben die ja vielleicht gerade abgegriffen, das kann ich mal rausnehmen, als die noch im Angebot waren. Ja, also die Kirschblüten, passt mal auf, schaut euch mal an, was bei den Kirschblüten dabei ist. Da wurden die sogar schon, als die Kirschblüten rauskamen, von einer meiner Stammi-Mädels auf Chucks geplottet. Jetzt finde ich das Bild natürlich nicht so schnell. Huch, sind da rausgefallen. Oh. Da hing am Schuh noch ein Straßstein. Hier ist auch noch einer von der Matte. Das geht wunderbar. Und wenn ihr euch die Datei Cherry Blossoms anschaut, da ist sogar ein Beispiel darauf auf pinken Chucks. Das ist von, die Datei ist aber auch schon 2 Jahre alt. Da wurde auch schon auf Chucks geplottet. Also ihr seht, die Idee ist nicht neu. Die Datei dazu ist neu. So. Und auch nicht, wie es gemacht wird, ist auch nicht neu. Ich wusste vorher, dass es funktioniert, sonst hätte ich mich vielleicht auch nicht an meine neuen Chucks rangetraut. Welcher Strass ist das genau, weil ihr gerade sagt, das ist so viel, das ist wahr. Ich habe auch sehr viel. Ich habe nämlich auch schon eine ganze Strassbox. Die haben zum Beispiel auch sowas hier. Sternchen. Die haben sowas in ganz groß. Also mit coolen Farben. Die haben so, das sieht sicherlich auch geil aus, so runde, abgeflachte Dinger. Die haben sogar nachtleuchtenden Strass. Die haben alles. Aber das, was ich jetzt verwendet habe, ist ganz klassisch der Crystal Strass und zwar DMC Premium. Ich mag es ja dann doch immer, auch wenn ich so viel Auswahl gerne habe, sehr klassisch. Die Susanne fragt, sie tut sich gerade mit dem Vergrößern der Dateien von den Reagenzgläsern schwer, ob ich dazu mal ein Video machen kann. Da könnt ihr auf der Seite von der Eva, EMB Prime oder EMB Eva Maria Biel, da könnt ihr mal nachschauen. Mit der Eva war ich, als die Datei rauskam, dazu live und habe euch gezeigt, wir haben mega viel gequatscht und ganz viel gezeigt zu den Sachen mit den Samenkapseln und Geschenkverpackungen für Blumensamen und Kleinkram. Und da kam ja meine Datei mit den Reagenzgläsern auch neu raus. Und die Eva hat in dem Video ganz kurz in Silhouette Studio gezeigt, mit welchen Tricks sie das vergrößert und verkleinert. Und zwar macht ihr euch einfach einen kleinen Strich, der anzeigt, welchen Durchmesser euer Glas hat und könnt den Rest danach ausrichten. Schau da noch mal rein, Susanne. Ja, nur noch Stress im Kopf, kein Stress. Sehr gut, das freut mich. Genau, das war die Cherry Blossom und die hat die Miri damals super klein gemacht. So. Also, wer nicht direkt die richtigen Chucks nehmen möchte, die er im Schrank hat, schaut einfach morgen mal bei Aldi nach. Und es gibt nachtleuchtenden Strass, ja. Übrigens auch was ich in dem Design by Design Live gesehen habe, wo die Eva zusammen mit Biberwerke, glaube ich, war. Ich weiß es aber nicht. So, ich zeige euch jetzt. Was zeige ich euch denn zuerst? Also, ich mache mal meinen Bildschirm auf. Und, ach, hier kann ich euch die Datei nochmal zeigen. Falsch geklickt. Hier. So, da könnt ihr sehen, das ist die für die High Chucks. Müsst ihr euch jetzt vorstellen, hier vorne kommt natürlich noch die Spitze dran. Das haben die meisten Sneaker ja so und das ist die, die ich gerade benutzt habe. Ihr könnt aber auch hier noch die Punkte von da oben nehmen und nach da hinten packen oder, ne, das ist halt so anordnend, wie es für euch am besten passt. Und jetzt zeige ich euch zuerst einmal die Pro-Tipps von meinen Mädels. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt sehen, weil ich sehe euch nämlich nicht mehr. Aber ich gehe mal davon aus, dass das der freigegebene Bildschirm ist, den ihr jetzt seht. Eine Bildschirmpräsentation. So, das sind die Tipps. Das könnt ihr euch jetzt als Screenshot abfotografieren. Ihr seht mich ja noch. Okay, also. Die Flex-Probestreifen, wie man sie zum Beispiel Plottermarie oder Kreativmanufaktur Bayern bekommt, die eignen sich perfekt dafür, weil das eben auch genau die Größe ist, also nicht höher wird. Den Schuh gut ausstopfen, am besten eine Folie nehmen, die nicht zu viel Hitze braucht. Das habe ich gerade eben auch befolgt, den Rat, indem ich die Turboflex genommen habe.
Einer aus dem Team hat das mit der SnapMat-Funktion von DS getestet. Das klappt mit Resten super. Also ihr müsst, wenn ihr keine Teststreifen habt, sondern andere coole Reste, wo er sagt, ich weiß aber nicht genau, ob ich das treffe, probiert mal die SnapMat-Funktion von Design Space aus oder eben den Scanner von eurem Brother. Oder ihr macht das mit der PicScan-Matte im Silhouette Studio. Dann auch hier die Erfahrung, die Mini-Presse ist besser als ein riesiges Bügeleisen. Alternativ kann man auch gute Ofenhandschuhe nehmen, um da reinzugreifen, also gar nicht ausstopfen. Martina hat so Fingerrillhandschuhe, die sind toll mit der Mini-Pressen-Kombination. Der Schuhspanner ist eine Alternative. Auf jeden Fall ausmessen, ärgert euch sonst, wenn ihr doppelt plotten müsst. Hier ist nochmal der Tipp mit dem Ofenhandschuh und der Mini-Press. Backpapier nehmen, damit das Gummi vom Schuh nicht schmilzt. Das habe ich auch direkt beherzigt. Ich glaube, das hätte ich sonst nicht gemacht, wenn die Mädels das nicht schon irgendwie erzählt hätten. Man kann Stoffmalfarbe nutzen, um Flecken zu kaschieren. Manchmal entstehen auch Flecken, wenn man sie wäscht, die Schuhe, gerade wenn es weiße sind. Nicht vergessen, ein Motiv spiegeln, das andere nicht, weil ihr habt ja gegengleiche Paare. Und der letzte Tipp ist, wenn man Waschflecken oder eben Brandflecken an den Schuhen hat, wie das hier links zu sehen ist. Diese beiden sind Beispiele, wo die Presse einfach dafür gesorgt hat, dass die Schuhe, sind keine echten Chucks, eine andere Marke, dass die Schuhe dafür gesorgt haben, dass es solche Brandflecken gab, war der Geheimtipp, auf einen Schwamm etwas klaren Essig zu nehmen. Also nicht Essigessenz, sondern klaren Essig und den soll man einfach einwirken lassen und abspülen. Aber die Carina hat gesagt, es ist tatsächlich schon beim Auftragen schon sichtbar weiß geworden und jetzt sind sie fast alle weg. Also das war so der Geheimtipp. Ich hoffe, dass euch das was bringt. Ach, super. Vielen Dank, Monika. Okay, meine Stammis quatschen sich ja gerade rund. Wie bei Werke war es, seht ihr? Nadine weiß es auch noch. Prima. So, und jetzt kommen die Beispiele von den Mädels. Nach. So, muss ich euch nur noch hier rüberziehen. Das ist das in der Stammi-Gruppe gehypteste Foto überhaupt. Ich muss dazu sagen, die Marie, die das gemacht hat, ist Lehrerin. Und ich weiß gar nicht, ob die Marie momentan Präsenzunterricht mit den Kids hat oder nicht. Auf jeden Fall durfte dieses tolle Foto entstehen. Mit dem Skelett. Also ist einfach klasse. weiter geht's. Hier einfach einmal eine Alternative auch. Das, ihr könnt ja auch natürlich wie alle anderen Dateien auch drucken und damit Spielereien machen. Mädels, reißt euch am Riemen. Hier, das sind die Schuhe, die ihr gerade eben gesehen habt mit den Brandflecken. Ihr könnt wirklich nichts mehr davon sehen. Also macht euch keinen Stress, wenn ihr von der Presse oder vom Bügeleisen plötzlich so Verfärbungen habt. Das ist dann wirklich wieder hinkriegbar und alles andere einfach Farbe. Sie schiebt das Bild ein bisschen höher. Nee, ach so, der war nicht mehr. Sind die pink? Marie, sind die pink? Ich glaube, die sind rot. Das ist ein Filzuntersetzer oder auch ein Anhänger. Das ist wirklich super klein, glaube ich. Also es geht auch wirklich in sehr klein. Wer errät, was das ist? Das ist schon eine coole Idee. Das Ganze, das ist die für die Hohen genommen. Also es ist beides in einer Datei, habt ihr eben gesehen. Ne? Und einmal gespiegelt mit den Punkten ab auf die Küchenhilfe. Ein Mäppchen. Ihr hört nichts mehr. Hallo? Eigentlich müsstet ihr noch was hören. Da die Marie sagt, dunkelrot. Es gibt sogar pinke. Hört mich denn der Rest? Könnt ihr mich hören? Also bei mir ist noch alles in Ordnung. Okay, alles okay. Dann machen wir weiter. Da sind die nochmal auf einer anderen Seite, die weißen. Und hier sind pinke. Quatsch, das sind die von der Marie auch im Bordeaux-Rot. Entschuldigung, ich habe sie ein bisschen so bearbeitet, jetzt sehen sie pink aus. Ganz in winzig auf dem Puppenbettchen, das finde ich so eine süße Idee, vor allen Dingen mit der Geschichte, dass die Puppenmama alles arrangiert hat. Total putzig.
Und hier hat die Carmen einfach mal gezeigt, auch wie man die Sachen eben auch aufteilen kann. Sie hat hier links einmal das Blatt, rechts einmal das Blatt, das kann man hier nur erahnen. Und in der Mitte einmal die Herzchenblume. Ist auch eine schöne Idee für die Verse. Okay. Das ist einmal ein ganz anderer Schuh, aber auch da passt es. Und ich finde es auch ohne Punkte total schön. Ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich die überhaupt mit reinnehmen soll, aber die Abstimmung ergab dann auf jeden Fall mit Punkten und ich war dann doch auch dafür. Genau, auf dem Glas, auch schön. Also ihr könnt die Mini-Blumenwiese auch perfekt als Ergänzung für eure Großblumenwiese nehmen. Ich finde die Farbkombi mir auch hier ganz toll. Das ist so super edel einfach, diese einfach nur zwei Farben. Fertig. Also eine Farbe der Schuh, eine Farbe der Plot. Und auch ganz knallig bunt. Das ist auch eine schöne Idee. Einmal mit Vinyl auf den Stein. Warte mal. Und dann, Caroline, ich glaube, du hast Baschos genommen, ne? Die Version gibt es nicht, die gibt's nicht mit Füllung. So, wer von euch hat auch hier als erstes auf die Schuhe geguckt und sich gefragt, wo ist denn der Plot? Mir ging es auf jeden Fall so, bis ich dann hier die Leggings gesehen habe, die das Ganze als Bordüre abgekriegt hat. Total schöne Idee. Finde ich, sieht klasse aus. Und hier einmal hat die Tamara das Ganze nochmal aufgeteilt. Hier vorne hat sie ihre Ecke genommen, hat es eben sehr viel kleiner gemacht und dann hier hinten das in der Größe angepasst. Ihr könnt euch, wenn ihr euch auch nicht sicher seid, wie ihr es aufteilen wollt, so habe ich zum Beispiel auch das Design erstellt, macht euch ein Foto von eurem Schuh von der Seite, zieht euch das ins Silhouette Studio rein, legt den Plot drüber und überlegt, wie ihr es arrangieren wollt. Ihr könnt die Blumen ja wirklich gerne trennen, auch die Punkte. Die sind zwar als verknüpfter Pfad hinterlegt, aber ihr könnt den natürlich auflösen und die Punkte anders anordnen. Es sind nur Punkte. Macht mit den Punkten, was ihr wollt, wie es euch am besten passt. Und dann schiebt ihr das auf dem Bild vom Schuh so hin und her, wie es euch am besten gefällt. Und danach könnt ihr dann das Ganze irgendwie als Gruppe machen und gucken, wie groß muss das denn jetzt sein. Ich habe noch ein paar, die habe ich noch von einer anderen Perspektive. Genau, kann es auch nochmal ganz gut sehen. Und auch nur einzelne Elemente. Ne? Hier sind einfach nur zwei der Blümchen genommen und dazu Strass schön arrangiert. Sieht auch ganz toll aus. Genau, einmal ab auf die Stiftehalter. Und hier, da hatte ich euch schon, das hatte ich euch schon angekündigt, da hat die Simone einmal mit weißer Flex, glaube ich, tatsächlich ihre Birkenstocks beplottet und hat das dann mit den Acrylmarkern ausgemalt. Ich finde, das sieht auch ganz toll aus. So, das waren meine Beispiele. Zack. Ich glaube, Fragen habt ihr keine mehr. Dann würde ich euch jetzt einfach noch den Rabattcode. Ich habe die Schuhe schön, aber ihr müsst das Ö mit OE schreiben, weil ich auch immer wieder Kundinnen habe, die eine Tastatur haben, die das Ö nicht kennt. Deswegen einmal, ich habe die Schuhe schön mit OE. Genau, 3,50 Euro ist der Einführungspreis und ihr bekommt nochmal 20% Rabatt für 24 Stunden. Schwarze Flex war es bei Simones Schuhen. Sieht man gar nicht mehr. Ja, das sind wirklich super schöne Beispiele und auch super bunt. Und auch wenn ich es für die Chucks gezeichnet habe, geht es eben auf ganz vielen anderen Schuhen, wie ihr hier in dem Beispiel auch nochmal sehen könnt. Ihr könnt es euch ja dann anpassen. Und so, dass es euch auch gefällt. Genau, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen, mit der Idee, die Idee nochmal aufgefrischt, seine Schuhe zu beplotten, von mir eine Blumenwiese dafür gezeichnet, die eben auf den Schuh passt und auch nicht zu filigran ist für die kleine Größe, weil das sind ja wirklich nur 5 cm. Und ihr erinnert euch, bei der Blumenwiese hat mir, glaube ich, gesagt, kleiner als 10 cm sollte es nicht werden. Hier ist es halt wirklich dafür ausgerichtet, dass ihr es so klein macht. Deswegen habe ich sie überhaupt nochmal neu gezeichnet. Eigentlich wollte ich ja die alte nehmen, aber das wäre plotmäßig nicht gut gegangen. Genau. Nice, danke Edwina. Nice, ich wünsche euch viel Spaß damit. Genau, Nachbereitungen, Fotos von meinen gibt es dann morgen. Wer von euch noch Lust hat,
in einem Live-Online-Seminar nächste Woche zum Thema DigiPaper Selbstgestalt mit Procreate. Sind noch ein paar Plätze frei. Genau, da geht es erstmal nur um Procreate. Ich muss mich noch ein bisschen in das Programm Autodesk Sketchbook einarbeiten, um euch da auch alles beantworten zu können. Deswegen denke ich, werde ich davon noch meine eigene Session machen. Aber ihr könnt, wenn ihr möchtet, auch schon mit Autodesk Sketchbook teilnehmen. Das haben wir im letzten Mal auch ein paar gemacht und gesagt, das kann man schon gut brauchen, was in dem Seminar so rübergebracht wird. Ich weiß gar nicht, wartet mal. Vielleicht habe ich sogar den Link dazu. Ja, ich kann euch den Link nochmal posten. Einmal weg, das einmal rein. Genau, ich zeige euch, wie ihr halt solche Digi-Paper selber machen könnt. Das geht mit Procreate, das geht auch mit Autodesk Sketchbook. Aber wie gesagt, Sketchbook kann ich noch nicht so viele Fragen beantworten. Ein paar Plätzchen haben wir noch frei. Und für alle, die das Seminar schon gemacht haben, vor 3 oder 2 Wochen, ich weiß gar nicht, kann ich vielleicht noch kurz erzählen, dass ich nächste Woche hoffentlich dann für euch schon die Anmeldung freischalten kann für das fortgeschrittene Seminar, wenn man so möchte. Da werde ich euch nämlich, verrate ich das schon? Ich weiß nicht, soll ich schon verraten? Doch, ich verrate schon. Ich werde euch in dem fortgeschrittenen Seminar zeigen, wie ihr mit Procreate oder mit Autodesk Sketchbook aus einer Plotter-Datei, das dürft ihr mit meinem Plotter-Datei nämlich machen, und Procreate, Autodesk-Sketchbook, eigene illustrierte Digi-Stamps machen könnt. Also, ihr habt Übungsdatei, es ist mit Übungsdatei und allem drum und dran. Die Details erkläre ich auch später nochmal. Und am Ende habt ihr eigene Aufkleber, die illustriert sind, damit ihr wisst, was illustriert ist. Na, stellst du wohl scharf? Da. Also, mit Schatten und allem. Und die Vorlage dafür habt ihr dann schon dabei und ich zeige euch, wie ihr das so hinkriegt. Ihr hattet euch ja einen fortgeschrittenen oder eine Fortführung dieses Kurses gewünscht und das wird es dann geben. Nächste Woche im Live werde ich euch das hoffentlich dann auch schon verlinken können. Und dann gibt es ab Dienstag nächste Woche dann die Anmeldung. Und wenn das alles klappt, sogar auch dafür mit einem 24-Stunden-Rabatt oder so. Gucken wir dann mal. Genau. Ja, ich hatte auch Spaß beim Zeichnen von dem kleinen Bär. Und der kommt dann noch mit 2 Freunden. Und genau, es gibt so ein paar verschiedene Basics zum Thema Schattensetzung und Licht und die Tools, die man dafür in Procreate braucht. Und die gibt es in Autodesk Sketchbook nämlich auch. Und am Ende plotten wir die Sticker auch noch. Das wird ein etwas längeres Seminar, also das schaffen wir nicht in einer Stunde, weil ihr sollt ja auch mitmachen können und Fragen stellen können und ich möchte auch darauf eingehen. Also machen wir wahrscheinlich eher so 2, 2,5 Stunden, vielleicht eine Pause, dann auch 3. Genau. Ja, schön. Seid ihr wieder dabei? Das freut mich. Genau. Aber dazu nächste Woche mehr. Jetzt haben wir, ach, ein Stündchen voll bei dem Abend hier. Das freut mich, dass ich auch mal unter der Stunde bleiben kann, weil es eigentlich ja von vielen von euch gewünscht war, dass man es nicht irgendwie gerade immer auf 2 Stunden zieht, so wie letzte Woche. Aber die Idee kommt bei euch an, das freut mich. Die Martina fragt, geht das auch mit dem Handy? Das kommt tatsächlich noch aus. Also ja, geht auch mit dem Handy. Die Tools, die man dafür braucht, gibt es auch in der Procreate Pocket Version. Das müsste ich allerdings einmal durchspielen, ob das alles dann geht, aber ich meine ja, ich wüsste nicht, warum nicht. dabei. Ich reserviere euch mal ein paar Plätzchen. Nachdem das mit 100 Leuten so problemlos ging, kann ich mir vorstellen, das noch ein bisschen größer zu machen, das Seminar, damit auch alle mitmachen können. Ihr habt schon wieder eingekauft. Ja, ich freue mich. So, dann an alle, die jetzt schon auf dem Sofa sitzen, ganz bequem, sich den Abend schön machen. Lasst es euch noch richtig gut gehen. Die anderen, die gerade kreativ sind, euch noch viel Spaß dabei. Ich hoffe, dass die Kinder, die in den Schlaf begleitet wurden, mittlerweile auch schon eingeschlafen sind. Und ich fleh's mich, glaube ich, jetzt auch aufs Sofa. Und dann hoffe ich auf besseres Wetter, weil ich unbedingt meine Schuhe mal raus ausfüllen möchte. Ja. Also Android wäre dann bei dem Kurs mit den Digi-Stamps dabei. Die Sachen kann ich euch da auf jeden Fall auch schon zeigen bis dahin. Genau. Also ihr solltet euch, was heißt also, es wäre nicht schlecht, wenn ihr euch in den Programmen schon ein bisschen umgeguckt habt.
dann glaube ich, kommt ihr besser mit in den Kurs, aber ich erzähle auch noch mal ein paar Basics. So, erstmal nächste Woche DigiPaper, wer Android Autodesk hat, ist auch herzlich eingeladen, kann auch da noch mal nachschauen. Ich glaube, es gibt nicht jede Funktion dabei, aber doch viele und mittlerweile weiß ich auch, wo die meisten davon sind. Also könnt ihr auch gerne mit Android in dem Kurs mitmachen. Das ist zumindest mal die Rückmeldung von den Leuten, die es beim letzten Mal so gemacht haben. Geht also gut. Hier nochmal, weil gerade gefragt wurde, einmal nochmal der Link zu der Mini-Blumenwiese und hier nochmal der zu der Live-Session. Ist übrigens auch immer noch so ein Einstiegspreis, 15 Euro. So günstig werde ich es, glaube ich, nicht nochmal anbieten können, weil ich ja eben auch ein paar Kosten habe, die für mich damit verbunden sind. Genau. Aber ich freue mich natürlich trotzdem, wenn ihr einfach kommt. So. Gute Nacht.